Freunde, ihr habt schon gesehen im Titel, Freunde. Heute mal kleines Unboxing von der 6th Edition Little Nightmares für die PS4, Freunde. Und da habe ich mir mal so eine Sammler-Edition zugelegt. Bin ich irgendwie letzte Zeit so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, so ein bisschen was Exklusiveres in Anführungsstrichen mir zu holen, anstatt einfach immer so das normale Game. Und ja, ich fand die Figur richtig cool, die es dabei gab, und deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle mir mal die 6th Edition. Was da jetzt drin ist und ja, wie das Ganze so aussieht, das sehen wir gleich, wenn wir rüber zu meinem Gaming-Bereich gehen, Freunde. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die 6th Edition auch habt oder ob ihr sie euch noch holen wollt oder laberababa. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Unboxing an, Freunde. Und gehe jetzt rüber da zu meinem Schreibtisch. Wir sehen uns. Ha, Freunde, angekommen an meinem Arbeitsplatz, an dem YouTube-Träume wahr werden, Freunde. Ja, hier haben wir das gute Stück, die 6th Edition. Ich habe mal auch hier die Tageslichter ein bisschen rausgekramt, Freunde. Dann sieht man das alles noch ein bisschen besser. Ihr seht das, es schimmert hier so schön. Ja, auf jeden Fall die 6th Edition, halt nicht nur das Spiel, so eine Sammler-Edition-Box. Ja, für den Sammler. Okay. Ja, hier haben wir schon mal so etwas grob aufgelistet, was dort drin sein soll, Freunde. Und ja, schauen wir doch mal rein. Geöffnet habe ich die noch nicht, beziehungsweise ich habe nur diese Folie hier entfernt, die hier drumherum war, weil ich euch diese Knisterparade nicht antun wollte, Freunde. Und wir öffnen das Ding jetzt mal. Das soll so funktionieren und... Okay, ganz klassisch, den Karton öffnen. Okay, das geht schon mal ganz gut. Da bin ich schon mal begeistert. Hier sehen wir die Figur schon mal. Und was sehen wir da noch? Das Spiel im Hintergrund. Ja. Hier die Figur, Freunde. Zick, zick, zick. Schaut es euch an. Zick, zick. Ja. Figur, Figur. Das ist die gute 6. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ich bin jetzt schlecht informiert mal wieder. Und hier ist dann wohl der restliche Kram drin. Den wir einfach mal auspacken. Reicht das schon so? Hoppa. Ja, hoppa. Das reicht. Gut, den stellen wir mal hier drüber. Zum Käfig. Zack, zack. So, jetzt haben wir schon mal eine schöne Kulisse hier. Oh, gegen die Kamera. So, hier haben wir das Little Nightmares Comic, was dabei sein soll. Ja, ganz interessant. Aha. Für den einen oder anderen. Also, wenn ihr es mal lesen wollt, hier bitte schön, Freunde. Da, zack. Dann machen wir Seite 1. Seite 2. 3. 4. 5. 6. Und 7, Freunde. So, zack. Wo ist der Rest? Hier fehlt da noch was. So, da nicht, Freunde. Hier fehlt da noch was. Habe ich jetzt den falschen Karton? Jetzt habe ich den falschen Karton. Ich dachte, das wäre eher so eine Kunststoffhülle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, dass so eine Papphülle ist. Aber okay. Stickerboard, wo ist das? Original-Soundtrack. Okay, das Comic haben wir. Wo ist der Rest? Motherfucker. Wo ist der Rest? In dem Spiel, Freunde. In dem Spiel. Vermute ich jetzt mal. Ist schon ein bisschen schwerer. Also wir packen das mal dann aus hier. Also die hatte ich jetzt noch nicht ausgepackt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Nicht so ein, da ist es, da seht ihr das. Geht es euch auch so? Ich finde nie den Anfang von dem Scheiß. Da, da, da. Auf Fingernagel, zack. Dann läuft das hier, zack, nehmen wir auseinander. Also ihr seht, Freunde, es ist wirklich live das Unboxing. Ich hab's. Da nichts ausgepackt, nichts geändert, gar nichts, Freunde. Und mich auch wieder mal nicht drauf vorbereitet. Aber ihr wisst, spontan ist immer noch am besten. Ja, das blendet ganz schön in der Kamera. Okay. Da müssen wir aber so leicht schräg halten, Freunde. Also hier die CD, das Spiel, das Game. Ja, hier klettert sie gerade. Ja. Schubladen hoch. So, ja, wie erwartet. Beziehungsweise wie erhofft haben wir den Rest in der CD. Das ist schon mal nice. Ah, hier ist der Original. Oh, jetzt habe ich schon wieder gegen die Kamera. Mit haben sie getrunken, Dennis. Original Soundtrack. Ja, tolle CD. Mal gucken, was da
so drauf ist. Ja. Deswegen habe ich eigentlich nicht geholt. Ich war eigentlich eher so scharf auf die Figur, Freunde. Hier ein paar Klebszeug. Kannst du überall kleben. Klebst. Klebst überall drauf, das Zeug. Den finde ich ganz cool. Den Rest, ja, ist Geschmackssache. Ja. Ein bisschen mau hier mit der Aufkleber, wa? Naja, egal. So. Spiel ist hier, ne? Spiel. Da, zick. Spiel haben wir. Zick. Jetzt hier Poster, wir gucken uns das Poster an, Freunde. Schön geknickt, ne? Und dann sehen wir hier die Küche, wie Sixt vor ihnen steht. Seht ihr das jetzt hier oder blendet das das wieder hier mit der Leuchte, Freunde? Ja, das haben wir, ne? Sixt. Das nette Poster. Ich halte es mal so ein bisschen schräg. Dann sieht man, glaube ich, das geblendete Zeugs hier nicht, wenn ich das so auf dem Display richtig erkennen kann, Freunde. Ja, so. Ha, zieht euch das rein. Ha, ist toll, oder? Irgendwie scheiße. Versteht ihr, warum? Guck mal. Ich weiß nicht, seht ihr hier? Da, wo die Knicke sind, das sind so voll die weißen Linien. Ich sag mal, wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, dieses Poster aufzuhängen, ja, dann habe ich ja hier voll die Rechtecke drin. So. Ha, hier ein Rechteck, da ein Rechteck, da ein Rechteck. Ja, ist Schwanz. Sorry, aber das ist echt Schwanz. Ja, super toll geknickt. Da kriegst du hier so ein echt schönes Papier. Und dann hast du nur Schmelze. Ja. Egal. Ich gebe zu, Freunde. Ich war eigentlich nur scharf auf die Figur. Der Moment so ein Fable für Figuren, Freunde. Und richtig hier raus. Die ist so echt sehr, sehr zierlich, das kleine Kind hier gehalten. Ah. Na komm. Oh. Wäre natürlich ein geiles Unboxing, wenn ich die Figur jetzt kaputt breche. Mal sehen, was für ein Spaß die Dennerstoff ist. So, da haben wir die Figur, Freunde, mit dem Feuerzeug. Das Gesicht kann man nicht erkennen, man kann ja auch nicht drunter gucken, Freunde, unter die Haare so. Ne, kann man nicht. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Ihr entschuldigt. So, guck mal hier. Da, Feuer ist an und dann haben wir das Licht an. Ne, die Figur finde ich richtig cool eigentlich. Ja. Na? Also hier einmal die Figur recht zierlich gehalten und aber cool. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Zum Beispiel Funko Pop oder so. Da haben wir so mal so ein Größenverhältnis. Also ist schon einen Tacken größer, wie so eine Funko Pop Figur, nicht ganz so fett. Dann habt ihr mal so ein kleines Größenbeispiel. Also das ist hier Dom Toretto. Ah, der gute alte Vin Diesel, Freunde, ja. Das war mein Unboxing. Ihr seht es, wir haben eine Figur, ein Spiel, ein Comic dazu, ein paar Aufkleber, eine Soundtrack-CD und ein Poster. Also wie gesagt, Freunde, ich weiß nicht, ob es euch das wert ist. Ich war wirklich nur scharf auf die Figur. Deswegen habe ich mir das geholt. Der Rest ist so, ja. Wer es mag, bitteschön. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Aber gut, war jetzt dabei. Da sagen wir dann noch nicht nein. Ich habe jetzt bezahlt für diese Edition 32 Euro auf Amazon. Wenn ihr wollt, kann ich euch da nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung verlinken oder eintragen. Ja, wie man es auch nennen mag. Für euch, dann braucht ihr da nicht suchen. Dann habt ihr sofort die Sixth Edition am Start, Freunde. Wie gesagt, hier ist auch nochmal so ein Aufdruck. Also schon schön gehalten alles, also auf die Details und so, ist auch, ne, schöner Regenmantel, alles toll. Freunde, wie gesagt, für einen reinen Zocker weiß ich nicht, ob man da unbedingt 32 Euro ausgeben muss. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem FF, was es da gerade so kostet, wenn man das nicht dabei nimmt, aber ich glaube, da müsste man nicht mal bei 20 Euro liegen, oder ungefähr 20 Euro vielleicht. Ja, müsst ihr selber dann entscheiden. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht scharf, also ich war wirklich nur scharf auf die Figur, deswegen habe ich es gekauft, das war mir ein 10er extra wert, Freunde. Wenn es das nicht ist, der braucht das dann auch nicht. Also es ist jetzt wirklich nichts, naja.
Also wie gesagt, hier hätte ich gedacht, das wäre irgendwie so ein Kunststoff oder so, aber das ist leider auch nur Pappe. Schade. Also, ja. Aber ja, für einen Sammler dann doch gar nicht so verkehrt, Freunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und jetzt ziehe ich mir erstmal hier ein Soundtrack rein. Oh, Scheiße. Also ich bin raus, Freunde. Six sagt auch ciao.